Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Einteiler. Wir spielen jetzt Welcome to Kowloon. Und falls ihr Kowloon nicht kennt, wir haben mal ein ähnliches Spiel gespielt. Das ist diese sogenannte Walled City in, ich glaube, Hongkong. Da haben die ganz, ganz viele Häuser ganz dicht in so einem Komplex zusammengebaut. Und ja, da spielt dieses Horrorspiel jetzt. Dieser Komplex wurde mittlerweile aber abgerissen und alle Menschen wurden quasi umgesiedelt. War aber ziemlich beeindruckend. Also die Straßen waren so dicht, dass da teilweise kein Tageslicht in die Straßen gelangt ist. So, ich denke, das wird auch nochmal thematisiert. Das Spiel ist auf mehreren Sprachen, auch auf Deutsch, aber ich denke, es wurde durch den Übersetzer gejagt. Wir versuchen mal unser Bestes. Neues Spiel und los geht's. WASD zum Rennen, Laufen, Shift zum Rennen, linke Maustaste, um was zu machen. Ja, und das war's dann auch. Los geht's. Soll auf jeden Fall ziemlich gruselig sein. Kowloon Walled City, 1999. So sah es wirklich aus. Die haben einfach immer mehr Häuser oben drauf gebaut. Unter dem nebligen Himmel Chinas liegt Kowloon, die bevölkerungsreichste Stadt, in der Armut und Bandenkriminalität gedeihen. Und da fahren wir natürlich hin. Für einen jungen Studenten ist es jedoch der erste und unmittelbare Wunsch, eine günstige Unterkunft zu finden. Es muss aber dann schon sehr günstig sein. Da ist dann wahrscheinlich Glück. Was erwartet ihn innerhalb der Mauern? Da ist dann wahrscheinlich Glück, wenn er im Außenbereich eine Wohnung kriegt. Das sind ja die teuren. Hallo Kowloon, betreten Sie die Stadt. Oh ja. Ich überlege gerade nochmal, wie das eine Spiel hieß, was auch in dieser Walled City spielte. Mir fällt es gerade nicht ein, aber ich verlinke es euch mal am Ende des Videos. Oh, okay. Okay. Also so sieht's aus. Wir haben extremes Headbobbing. Also dieses Kopfgewackel hier. Mal gucken, ob das zur Spannung beiträgt. Man hört aber noch die Vögelchen. Gut. Hallo, ich suche eine Wohnung. Wohnung. Da hätte man ja mal eine Taschenlampe mitnehmen können. Ja, ob die Pflanzen hier gut wachsen, ich weiß ja nicht. Sogar ein Stein ist hier. Oh, guck mal. Doch, kann man Himmel sehen ein bisschen? Was hängt denn da? Ach so, das sind Schilder. Also sieht ja schon mal sehr gut aus. Hallo? Das sind Klamotten, die hier zum Trocknen hängen. Ah, aha, aha, okay. Man hört so ganz leicht Fernseher und so. Es ist ganz cool von der Soundkulisse. Oh, jetzt aber dunkel. Hallo? Ich miete ein Zimmer in einer Wohnung im vierten Stock. Okay. Eins. Zwei. Wir müssen noch weiter hoch. Aber ich bin ja neugierig. Die Geräusche sind echt gut. Was ist denn da? Hallo? Sieht aus wie ein kleines Hinterzimmer. Da liegt was auf dem Tisch. Was ist das? Ach, eine Kippe. Ich dachte, ein
ein USB-Stick, aber 99 gab es die Dinger wahrscheinlich eher selten. Okay, ist vielleicht so eine Art Hausmeisterzimmer. Hier laufen alle Stromkabel zusammen. Ne? Chuck, passt auf. Chuck, der Hausmeister. Ein Like für Chuck, den Hausmeister. Oh, eine Schwingtür, das ist praktisch. So, wir müssen ja weiter in den vierten Stock, nicht wahr? Die wunderschöne Wohnung angucken. Ding dong. Bisschen eng hier. Okay, jetzt haben wir es. Oh, was ist denn da? Ach, Hundi! Hallo, Hundi! Ich kann mich nicht docken. Schade um den Hund. Er muss hungrig sein. Oh, vielleicht finden wir ja was. Sollen wir uns mal ein bisschen umgucken? Vielleicht finden wir Hundefutter. Hundefutter. Oh, ist das dunkel hier. Abgeschlossen. Wem gehört denn der Hund? Geht, wie das stinkt. Night Clan. Okay. Tja, tut mir leid, mein Freund. Ich kann dir leider auch nicht helfen. Ich finde hier auch nichts. Oh, die Tür ist zu. Na gut. So. Ja, hört sich doch einladend aus. So als Student. Höher geht's eh nicht. Oh, hier ist anders. Und ist das vielleicht meine Wohnung? Scheint auch so ein Hinterzimmer zu sein. Mit all den Stromzählern. Klar, ich habe einen Besichtigungstermin um 23:45 in der Nacht. Wir sind ja in der Nacht angekommen. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, Kaffee ist auf jeden Fall genug da. Für den Nachtwächter. Sein Job ist es, hier zu sitzen und die Stromzähler zu beobachten. Okay. Oh, wie kann man hier raus? So. Also wenn das... Entweder ist jetzt das oder das meine Wohnung. Hier ist zugestellt. Da kommen wir nicht rein. Dann ist die schon mal zu. Dann haben wir zumindest keine Nachbarn. Ah ja. Hallo. Ich besichtige die Wohnung. Ach nee, hier geht's einfach nur noch mal weiter. Ist nochmal ein weiterer Gang. Hallo. Ist cool mit dem Licht hier. Ja, man weiß schon genau, was passiert. Da steht was auf dem Schild. Ich bin gegangen. Ich habe den Schlüssel im Laden gelassen. Er liegt draußen vor dem Eingang. Okay. Muss ich dann wieder runter oder was? Gut. Das ist auch eine... Okay, draußen zum Eingang. Da müssen wir wieder runter. Die Tür natzt mich ein bisschen. Boah, was für ein Schatten hier diese Klorolle macht. Draußen, also das ist nicht der Laden, ne? Oh. Undi! Ja? Hallo? Hört ihr den Bass? Oh, es ist richtig tiefer Bass. Ich mag das. Die Stimmung wird bedrohlicher. Hey. Ja, mein Kleiner. Alles gut hier bei dir? Ja. Ich gehe dann mal. Ich muss den Schlüssel holen. Vielleicht finde ich ein bisschen Futter für dich. Dieser Ort ist schmutzig. Da hinten war einer.
schön schüchtern, die Bewohner. So, hier war nicht der Laden, ne? Sieht nicht aus wie ein Laden. Ich denke mal ganz raus, ne? Ist nicht da noch Papier? Gehen wir mal weiter runter. Boah, wie so eine Glühbirne platzt gleich. Okay. Ziemlich cool gemacht mit dem Hund. So, draußen vorm Laden. Welcher Laden könnte gemeint sein? Ah. Hallo? Dies scheint der Laden zu sein, über den die Vermieterin schrieb. Der Schlüssel sollte hier irgendwo sein. Aber ich mag das, wenn Spiele so direkt vorwärts sind. Der Schlüssel sollte hier irgend... Zumindest ist hier was los, ne? Okay. Viel gibt's hier ja nicht in dem Laden. Hallo? Wohnen und arbeiten. Alles praktisch eingerichtet. Ah ja. Das sieht mir nach Schlüssel aus hier. Sehr gut. Dann wieder zurück ins Spaßgebäude. Warum hat jetzt das Gerede und Gelache aufgehört? Okay. Ah, warte, vielleicht kann ich noch Hundefutter mitnehmen für Hundi. Warte mal, was haben wir denn hier? Sojasoßen, Bücher. Der mag doch bestimmt alles, oder? Das wär's doch jetzt gewesen. Hier sind doch jede Menge Dosen, schade. Ich kann nichts davon mitnehmen. Ach, kein Hundefutter. Da! Snack Dog! Yes! Snack Dog! Wir können den Hund füttern! Haha! Nice. Richtig gut. Hoffentlich kriegen wir ein Achievement für. Tierfreund oder so. Oh, behält er? Und die? Oha. Dass es immer passieren muss, wenn ich vorbeigehe. Sah es hier gerade auch so unordentlich aus? Was war das? Hier auch noch alles okay? Die schwarze Gestalt immer noch weg? Ich höre ihn bellen. Ding dong. Hallo, mein Guter. Guck mal, was ich für dich habe. So, Wärter. Den Hund füttern. Ja. Ich habe noch nicht mal bezahlt dafür. Ach ja. Was ist denn hier los? Warum komme ich denn da nicht weiter hoch? Wer hat denn die Scheiße dahingestellt? Ich muss jetzt daher gehen. Na gut, viele Wege führen nach Kowloon. Was ist das? Ach, nur ein Kabelbündel, okay. Alles klar, oh, das ist gut gemacht. Oh, die Bastard.
Fassdinger fangen wieder an hier. Ich werde kein Freund von diesen Türen. Okay, wir sind eins höher. Ich guck mal eben, was hier so noch ist. Wir sind im richtigen Stockwerk. Hallo? Der Schlüssel passt schon mal. Oh. Okay. Sieht aber nicht wirklich aus wie eine Wohnung, oder? Trautes Heim, finde dein neues Zuhause. Ist aber geräumig. Bisschen dunkel, aber geräumig. Oh. Vorräte gibt es hier auf jeden Fall genug, ne? Warum? Was? Was war da? Ach, nur ein Dingens. Okay, Vorratsraum, Badezimmer. Wahnsinn. Was ist denn das hier? Warum gibt es hier so eine Treppe hoch und dann da das Klo? Ich verstehe es nicht. Sieht das wirklich so aus? Ich kann nur annehmen, dass dies das Zimmer der Vermieterin ist. Ach so, die wohnt hier. Und ich habe ein Zimmer hier. Ah ja. Das ist mein Zimmer. Schön. Ich fange damit an, meine Sachen auf dem Bett zu lassen. Nein, ich gucke noch, was hier hinten so ist. Ach ja, Gemeinschaftsküche. Die Tür zum Balkon ist geschlossen. Okay. Ah, anscheinend hat man dann größere Wohnungen hier, wo aber einzelne Zimmer nochmal vermietet wurden oder so. Ist doch eigentlich recht schön. Guck mal, kann hier in den Innenhof gucken. Eigentlich nicht schlecht. Dann machen wir mal die Tür zu. Und wo geht's hier hin? Das ist irgendwie nochmal so ein Extrazimmer. Na gut. Legen wir unsere Sachen aufs Bett. Wie sehr ich mich nach einer heißen Tasse Tee sehne. Die gibt's bestimmt in der Küche. Okay, sehen wir mal. Da ist der Teepot. Okay. Wir machen uns Tee. Ich glaube, es ist Zeit, auf mein Zimmer zu gehen. Ja, erstmal den Tee nehmen. Tea Party. Alles klar. Kann ich sonst noch was Schönes hier machen? Oh, jetzt ist es schon 21:45, du. Die Nacht geht aber auch schnell rum. Schon in der nächsten Nacht. Warum hängen da jetzt Klamotten in meinem Schrank? Das finde ich aber merkwürdig. Ein Brief. Ich bin verängstigt. Ich möchte nach Hause gehen. Die alte Frau ist verrückt geworden. Ich konnte schon lange nicht mehr nach draußen gehen. Welche alte Frau? Die Vermieterin? Ich habe doch meine Tür zugemacht, oder nicht?
Blödsinn. Aber es lohnt sich, vorsichtshalber die Eingangstür zu kontrollieren. Oh, diese Scheißtür. Hallo? Es sieht so aus, als ob abgeschlossen ist. Sieht so aus, als wäre die Vermieterin bereits nach Hause gekommen und hätte die Wohnung abgeschlossen. Oha. Oh Gott. Gute Nacht, Frau Vermieterin. Schlafen Sie gut. Ah, wir haben unsere Zimmer direkt gegenüber. Das ist ja toll. Wenn was ist, rufen Sie einfach, ne? Ich kann die Tür leider nicht schließen. Ich bin zu doof dazu. Was soll ich denn jetzt tun? Hallo? Frau Vermieterin? Ist leider auch abgeschlossen. Ja, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich in mein Bett gehen? Oh, ein Zettel. Ah, hier, okay. Wage es nicht, nachts rauszugehen. Okay. Gut, gut. Wir müssen einen Ausweg finden. Da ist doch jemand in der Küche, oder? Hallo? Die Tür ist auf. Und irgendjemand ist am Duschen. Oh mein Gott. Sie hat ihre Beine vergessen. Alles klar. Ein Schlüssel. Damit kommen wir raus. Oh nein, sie ist fertig. Vielleicht gehen wir einfach wieder in unser Zimmer und tun so, als ob wir nichts gemerkt hätten. Wir warten hier, bis sie wieder da ist. Wir verstecken uns im Kleiderschrank. Mein Freund die Hose auch. Scheiße, wir haben keine Wahl. Wir müssen die Tür wieder zumachen. Sie merkt es sonst. Sehr gut. Der Schlüssel passt nicht. Warum nicht? Wo passt der Schlüssel? Für den Balkon. Balkon. Ah! 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 Ich bleib ja im Zimmer. Oh, shit. Was zum Teufel? Was? Ist hier eine Wand? Oh! Oh mein Gott! Der letzte Vermieter. Aber warum hat sie jetzt im Badezimmer aufgehangen? Ich muss hier raus. Vielleicht gibt es hier noch einen Weg. Als ob die Dosen nicht reichen. Man muss unbedingt Vermieter essen. Ah! Das
Ein sehr männlicher Schrei. Okay. Ja, Zeit für ein Like, oder? Hey. Alles klar. Oh. Oh, okay. Immerhin lebe ich noch. Und Hose ist auch noch da. Vielleicht. Oh nein, Kakerlaken. Jetzt haben wir ein Kakerlakenproblem. Hä, es war bestimmt nur ein Traum, oder? Ist der Zettel noch hier? Nee, der ist immer noch hier. Na, ist dunkel. Scheiße, ist das dunkel. Ah, aber wir haben den Schlüssel. Und können jetzt vielleicht auf den Balkon. Hat die den Kühlschrank auf den Flur geschoben? Ich gehe nochmal gucken. Also das ist der Weg. Ich gehe nochmal gucken. Vermieterin? Das ist einfach zu dunkel. Da können wir nicht mehr gucken. Da sollen wir dann auch nicht hin. Wir gehen hier weiter. Die Wohnung des Nachbarn eingetreten. Hier ist es gemütlich. Puh. Der Nachbar hat es schon romantisch gemacht für uns. Was gibt's hier Schönes? Hallo? Da liegt ein Zettel. In letzter Zeit sind die Dinge in der Stadt merkwürdig geworden. Ich fühle mich hier unsicher. Ich muss die Renovierung beenden und bald ausziehen. Renovierung. Warum steht jetzt der Schrank halb vor der Tür? Komm ich da raus? Da ist die Hose wieder. Hose! Hose, mein Freund. Oha. Ja, ja, ist gut. Ich wollte ja auch gar nicht rumschnüffeln. Ich wollte ja nur um mein Leben rennen. Hör auf zu atmen, Omi. Ernsthaft, die ist auch abgeschlossen. Ah! Ich kann nicht aufmachen. Es ist zu. Ich glaube, hier ist gerade eine Tür irgendwo aufgegangen. Oh. Ja, ich gucke sofort. Was? Hier ist ein Kühlschrank. Der Kühlschrank ist aufgegangen. Komm, ich habe doch den Hund gefüttert. Waren wir vorher noch nicht. Was haben wir hier? Ein weiterer Schlüssel. Okay. Oh, was ist das? Ein Bild. Da steht was drauf. Ich kann es aber nicht lesen. Bloody? Ah! Ich hasse das, dieses... Ist die Hose weg? Der Kühlschrank ist schon wieder zu. Ich versacke immer mehr in meinen Stuhl. Wir sind im Hausflur. Alles klar. Nein, es ist kein Hausflur, verdammt! Ist das eine Taschenlampe? Huh? Omi hat alle Lichter ausgeboostet.
Alles klar, ey. Oh, das können wir auch nehmen. E. Ah. Da ist ein E und ein Y. Vielleicht müssen wir alle... Ich habe keinen Stift hier. Ein Y war hinten. Wir müssen vielleicht alle Bilder untersuchen. Und kriegen Passwort oder so. Oh ja, das hat was von From the Darkness. Und schon ist wieder 11:45. Hier ist noch was. Ah. Also E. Ich brauche mal einen Stift. Warte mal. Das habe ich schon mal. 1, 2, 3, 4, 5. Hinten war ein Y, der zweite war ein E und der vorletzte ist ein A. Away. Okay, vielleicht finden wir ja alle Bilder. Hier müssen noch mehr Bilder hängen. Irgendwas knatscht hier auch. Warum reicht die Taschenlampe nicht so weit? Okay, ein weiterer Raum. Ein weiteres Bild. D. Vielleicht die K oder sowas? Ah. Ich guck mich noch weiter um. Hängt auf dem Klo auch ein Bild? Ja, es hängt auch ein. Decay, ja. Was heißt das nochmal? Gab auch ein Spiel, was so hieß. Ich gucke eben. Verfall. Okay, Verfall. Verfall. Leck mich am Arsch. Ich bin weg. Die. Okay. Ciao. Was? Scheiße, ist einfach nur ein Raum. Ein Brecheisen. Okay, damit können wir die Außentür aufbrechen. Aber wo ist die Außentür? Wahrscheinlich da hinten irgendwo. Was klappert da? Ist hier ein Ei? Ach, da kommen wir nicht weiter. Nicht mehr hin. Wo müssen wir denn raus? Wo war denn? Da. Da müssen wir raus. Boy, Alter. Hose ist wieder da. Okay, wir sind weg. Wir sind weg. Ich glaube, wir sind wieder im Flur, oder? Oh, shit.
Da leuchten zwei Augen oder so. Scheiße, wir müssen da lang. Siehst du das, zwei Augen? Ne, ist ein Schalter oder so. Aber wo müssen wir lang? Hier muss es doch einen Ausweg geben. Gibt das überhaupt Sinn? Das ergibt doch keinen Sinn. Rennen! Rennen! Wach! Haben wir es geschafft? Da versperrt uns Müll schon wieder den Weg. Es gibt keinen Ausweg. Code 5913, okay? Code 5913. Wofür? Da geht's runter. Jetzt bin ich auf der Straße. Ich muss nur noch den Weg rausfinden. Tja, hier runter oder da hoch? Ich gehe nicht mehr dorthin zurück. Ach, wir sind da raus. Trash. Das ja mal. Diesen Rohr daher. Ja, mal witzig. Einfach gebaut, wie es läuft, ne? Okay. Okay. Okay, wie kommen wir da hin? Kommen wir dahin. Hier ist der Ausweg. Aber wir müssen jetzt was finden, mit dem wir die Ketten durchtrennen können. Da ist etwas. Aber ich habe nicht das Geld dafür. Okay. Vielleicht bei diesem Laden. Aber wie kommen wir dahin? Oh. Oh, verdammt, schon wieder Stromausfall. Da müssen wir doch irgendwie hinkommen. Da liegt doch ein Zettel. Es muss doch einen Weg dahin geben. Sind wir nicht hierher gekommen?
gibt so einige Türen, aber wir können nur einen Weg gehen. Diesen da vorne. Hey Chuck. Steh mir bei in meinen finsteren Zeiten. Ah, da geht's irgendwie hoch. Können wir hier lang? Hallo Hemd. Ich brauch doch nur eine Münze. Da geht's auch nicht lang. Die haben wirklich einiges von From the Darkness kopiert. Auch dieses... Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Sehr tiefer Bass. Müsst ihr mit Kopfhörern hören. Taschenlampe, Headbobbing. Okay, da können wir lang. Da ist ein Zettel. War da was? Oh Gott. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Generator ist kein... Im Generator ist kein Benzin mehr und der Anlasserhebel ist kaputt. Also wir brauchen Benzin, den Hebel, dafür brauchen wir eine Münze. Okay. Ach, das ist der Generator. Wo finde ich nun Hebelkraft und Benzin? Naja, wo ich Hebelkraft finde, weiß ich ja. Aber Benzin könnte ein Problem werden. War da gerade wieder eine Hand hier? Können wir hier in der Ecke noch mal gucken? Aber ich bin mir ziemlich sicher, hier war kein Benzin. Ah, vielleicht sitzt er hinten frei. Dem Laden. Na, hier irgendwo. Das sieht doch aus wie ein Benzinfass. Ah, hier ist die Tür auf. Sieh mal eine an jetzt. Immer diese Zettel hier. Ich zeige dir etwas. Schau unter den Felsen bei der Schaukel. Smiley. Welche Schaukel? Pizza. Oh, ist das nicht Benzin? Ist das nicht Benzin da oben? Aha. Da ist die Schaukel. Hallo, Omi. Immer diese scheiß Nachbarn. Felsen bei der Schaukel. Bei der Wippe, meinst du? Hahaha. Und jetzt in den roten Kühlschrank. Der rote Kühlschrank. Welcher rote Kühlschrank? Da ist das Telefon, aber es ist kein roter Kühlschrank hier. Wahrscheinlich zurück, oder? Da, wo die Pizza war, war der rote Kühlschrank. Digga. Da hinten war er. Naja, rot.
Haben Sie das rosa Tuch im Garten gesehen? Mochten Sie sehen, was sich dahinter verbirgt? Rosa Tuch im Garten. Habe ich nicht gesehen. Ich denke mal, das hier ist mit Garten gemeint, oder? Schon wieder du. Ach, das hier. Möchte ich sehen, was sich dahinter verbirgt? Ein Tor. Soll ich da durchgehen? Ah. Ein Kinderzimmer. Girl Power. Mein Heiligtum ist wunderschön, nicht wahr? Ich habe mich hier im... Was? Ich habe mich hier versteckt vor all dem Horror, der allmählich widerfuhr in meiner Familie und dem ganzen Dorf. Und es ist gut, dass es keine lebende Seele mehr gibt in Kalun. Sie benötigen diesen Raum. Da sind Tabletten oder so. Okay. Kann ich sonst noch was? Ah. Eine Münze. Ah. Mit der Münze kriegen wir den Hebel. Omi ist immer noch am Beobachten. Wir müssen hier zurück. Ernsthaft jetzt? Ich hole mir erstmal hier den Hebel. Brauchen wir noch Benzin. Vielleicht gibt es das hier. Hallo? Oh, da geht's hoch. Okay, was steht hier? Es ist schlimm. Meine kleine Tochter ist von zu Hause weggelaufen. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Meine Frau ist seit 3 Tagen nicht mehr aus der Badewanne gekommen. Alle um mich herum sind verrückt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dieses Gas aus den Rohren, das habe ich noch nie bemerkt. Ich glaube, es ist alles seine Schuld. Hilfe! Das Gas aus den Rohren. Jetzt versagt er noch die Taschenlampe. Was steht da? Da kommen wir nicht rein. Sie wollen uns aus unserem Viertel vertreiben. Ja, ich glaube, es wurde 2001 oder so geschlossen, ne? Die Regierung verheimlicht die Tatsache, dass wir hier verrecken. Und hier ist ein Kanister Benzin. Ah, hurra. Gut. Da nichts wie raus, wa? Oh. Ich bin schon weg.
So, wo mussten wir her? Hier, glaube ich. Hier rein. Treppchen hoch. Da ist der Aufzug. Hier ist der Generator. Hier drin. Oh, sehr gut. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Rettung! Bestimmt. Penis. Auf den Weg zu den Sternen. Ach, nach oben. Oh, wie schön. Hallo, Hemd. Wir haben es geschafft. Immerhin aufs Dach. Da war er. Dankeschön. Alles vollgesabbert, ist ja widerlich. So. Die Gefahr ist vorbei. Das sagt er. Wir sind gerettet, Nisa. Schön hier. Nein. Der Bolzenschneider. Also kommen wir doch hier raus. Aber wir müssen jetzt nochmal mit dem Aufzug fahren, oder was? Ist es so? Das funktioniert bestimmt. Nichts wie weg hier. Nichts wie weg hier. Die Musik. Werden wir es schaffen? Ich habe so meine Zweifel. Ach, hi! Hundi! Hey, komm, ich hab dir Futter gegeben, ja? Du passt auf mich auf, oder? Während wir flüchten. Habe ich es geschafft? Oha. Was zum Teufel? Hängt irgendwie fest. Alle sind verrückt geworden. Hi. Ja, seht mich an. Ich gehe raus, nicht wahr? Vielleicht. High five. Mein Auto! Auf Wiedersehen, Kalun. Auch wenn die Wohnung günstig war, ich verzichte. Ich verzichte. Da waren nur noch die Ruinen. Ready?
In letzter Zeit hat die Polizei viele Berichte von Menschen erhalten, die in Köln waren. Sie sagen, sie hätten die Stadt gesehen, die es gar nicht gibt. Die vor 5 Jahren abgerissene Kowloon Walled City war eine der schlimmsten Städte Chinas. Kurz vor dem Abriss war es zu einem Anstieg der Kriminalität und ungerechtfertigten Tötungsdelikten gekommen. Viele glauben, dass die Regierung bereit war, für die Zerstörung von Kowloon schreckliche Anstrengungen zu unternehmen. Ausgabe. Ausgang wahrscheinlich, ne? Okay. Ja, das war Welcome to Kowloon. Ein wirklich sehr solides Horrorspiel, muss ich schon sagen. Hat mir gut gefallen. Hat mich sehr an From the Darkness erinnert. Ich weiß gar nicht, ist aber glaube ich nicht derselbe Entwickler oder dieselbe Entwickler. Ich werde der oder die Entwickler auf jeden Fall im Auge behalten, falls sie weitere solche Spiele machen. War mal wieder nett, so ein Spiel zu spielen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir so kleine Indie-Horror-Games uns angucken. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.